Eine Sensation in der Wüste südlich von Kairo. Erneut haben die ägyptischen Altertumsbehörden einen ungewöhnlichen Fund vorgestellt. Nach reich verzierten Sarkophagen im Oktober zeigten Archäologen am Wochenende Mumien verschiedener Tierarten. Den Angaben zufolge wurden auch Dutzende Tierstatuen aus Bronze und Holz sichergestellt. Die Katzen, Krokodile, Kobras und Vögel seien bereits im vergangenen Jahr entdeckt worden. Unter den Fundstücken befand sich nach Angaben des Ministeriums auch ein großer Käfer. Er sei der größte jemals in der Totenstadt Saqqara gefundene Skarabäus. Auch sei man auf ein Grab gestoßen, das zu Ehren eines Priesters der 5. Dynastie angelegt worden sei, so Mustafa Waziri von der zuständigen Behörde. This is not a tomb. What? Die Tiere wurden nicht in dem Grab gefunden, sondern in einer Art Hohlraum, einer Nische. Hunderte von ihnen wurden entdeckt. Animals, mummified and statues. How many we found? Hundreds. Bei den zunächst als Hauskatzen identifizierten Mumien könnte es sich auch um Löwenbabys handeln. Darauf weist etwa die Form der Knochen der Tiere hin. Ägypten bemüht sich derzeit um neue Vermarktungsstrategien, um den Tourismus wieder zu beleben. Dieser hat spätestens seit der Übernahme der Regierungsgewalt durch das Militär erhebliche Einbußen hinnehmen müssen. Im kommenden Jahr soll ein neues Museum für Altertümer nahe der Pyramiden von Gizeh eröffnet werden.